Giesi in Guttenberg kommt auf die Bühne. Jetzt kann man sagen, nichts anderes hätten wir von den beiden Rampensäulen erwartet, nicht? Können wir es nicht lassen? Nein, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man uns auch mal live dabei erleben kann. Man muss ja nicht hingehen. Gibt ja keinen Zwang. Ist ja freiwillig. Es gibt keinen Zwang, aber wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen. Und wir haben das bereits irgendwann mal angekündigt gehabt, dass wir uns in unsere jeweilige Heimat einladen. Meine Heimat ist jetzt nicht ganz so mondän, was die Städteumgebung anbelangt. Macht nichts. Es ist die oberfränkische Heimat, von mir aber sehr geliebt und geschätzt. Und da gehen wir nach Kulmbach. In die Stadthalle nach Kulmbach, wo davor bereits eine kleine Bierprobe stattfinden wird, damit du endlich mal flüssig sprichst. Nee, damit ich geschwächt bin bei der Runde. Das ist dein Ziel. Aber ich werde mir Mühe geben, durch andere Dinge, die ich vorher esse, die Wirkung zu schmälern. 11.12. in Kulmbach in der Stadthalle. Und dann, 20 Uhr. Um 20 Uhr. Ja. Und dann rächst du dich? Ja. Und dann muss er nach Berlin kommen und ich hoffe, dass die Reaktionen entsprechend unterschiedlich auf uns beide sind. Ja, und der Vorverkauf startet schon. Also wenn Sie Lust und Interesse haben, können Sie gerne für das eine oder für das andere vermeiden. Wenn beiden. Sie die Reise machen wollen, auch zu beiden eine Karte erwerben. Wir müssen ja auch beide zu beiden. Wir müssen zu beiden und wenn Spaß haben, gemeinsam und mit Richtig. Ihnen. Kommen Sie. Giesi gegen Guttenberg.